Und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Es gibt ein besonderes Video. YouTuber-Frauen haben sich mal wieder zusammengetan und wir machen zusammen ein richtig schönes Video, und zwar Geheimtipps aus der Drogerie. Jeder erzählt so ein bisschen seine Geheimtipps aus der Drogerie. Make-up every age. Das ist Lena. Vorher hieß sie Swedish Mom. Die liebe Süße hat das so ein bisschen ins Leben gerufen. Sie hat uns angesprochen und hat gefragt, ob wir mal wieder eine Kooperation machen wollen. Das heißt, ob wir uns mal wieder zusammentun wollen und zusammen ein Video machen für unsere Follower. Und das ist dann auch immer eine Chance, neue YouTuber kennenzulernen, die man vielleicht noch nicht so kennt. Und ich kann euch nur sagen, die sind alle super lieb und super nett. Wir haben ja zusammen eine WhatsApp-Gruppe und die sind alle sowas von lieb und süß. Also ich kann sie mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Ja, wer ist denn jetzt alles dabei? Also, ich zähle mal auf. Wie gesagt, Swedish Mom, Make-up Every Age, Lena. Ja, wie zeichnet sie sich aus? Sie ist nicht nur eine Visagistin, das heißt, sie hat sich noch mal so ein bisschen fortgebildet. Sie kann das jetzt, sie kann jetzt richtig tolle Make-up-Tipps weitergeben. Sie ist so ein bisschen spezialisiert auf, würde ich mal sagen, nicht nur Best-Ager, sondern sie ist auch spezialisiert. Sie kennt sich immer sehr gut aus mit den nicht nur Drogerieprodukten, sondern immer so ein bisschen in die Naturkosmetik-Schiene. Da kennt sie sich sehr gut aus. Sie achtet immer sehr auf Inhaltsstoffe und hat da auch ein richtig gutes Wissen, finde ich. Und da ist man bei ihr sehr gut aufgehoben, wenn man auf die Inhaltsstoffe großen Wert legt. Dann ist dabei Mamako. Mamako, ja, Mamako. Da bin ich natürlich ganz besonders stolz drauf. Sag mal, wie lieb und wie süß ist die denn überhaupt? Also ich finde sie richtig toll. Sie macht tolle Videos. Ich finde, sie ist ein Profi. Sie ist so, ich finde immer so, sie ist irgendwie so die Mutter irgendwie unter allen. Sie ist so die, sie ist die erste und ich glaube, gefühlt jeder kennt Mamako. Sie macht richtig tolle Videos. Sie ist mega super lieb und sympathisch. Und sie hat, ich finde, ich auf ihrem Kanal hat sie alles. Sie zeigt Drogerie genauso wie auch mal so ein bisschen teurere Sachen, High-End-Sachen. Sie kennt sich sehr gut aus. Sie weiß, wie man sich schminkt. Sie sieht wirklich immer richtig, richtig toll aus. Und ich finde mal, sie ist so eine tolle Lady. Ist dabei Vicky Lash. Boah, Vicky Lash ist eine Make-up-Artistin und von ihr habe ich das mit den roten Wangen. Das finde ich so toll und auch wie man Kontur setzt und so. Vicky Lash habe ich immer, gucke ich immer, weil man von ihr immer sehr viel lernen kann und sie auch einfach super, super lieb und super sympathisch ist. Da kommt einfach, genauso wie bei Mamako, da kommt einfach Wärme rüber, da kommt ein Mensch rüber. Man, ich weiß auch nicht, irgendwie sind das für mich so zwei, die ich so richtig, richtig toll finde. Chiquitas Place ist auch mit dabei. Ach, Chiquita, das ist auch so eine Süße. Ich mag die so, so gerne. Auch so sympathisch. Sie ist so ein bisschen jünger. Wir sind ja alle etwas älter. Ich glaube, bei Vicky Lash weiß ich es gar nicht so genau. Aber Chiquita ist etwas jünger wie wir, aber sie zeigt immer regelmäßig auf ihrem Kanal die Boxen. Also wer so die Goodie Box oder so, wen das interessiert, auch zu Weihnachten, boah, sämtliche Adventskalender, das war echt der Wahnsinn, was sie da an Arbeit geleistet hat. Sie ist super, super fleißig und sie zeigt wirklich ständig tolle neue Sachen. Und ich würde sagen, sie ist spezialisiert auf Boxen. Aber sie hat auch so ganz viele Sachen, die sie immer wieder zeigt. Sympathisch vor allen Dingen zeigt. Dann haben wir noch die Nina Cosmetic Ticks. Ja, auch eine etwas jüngere bei uns und auch super sympathisch, super lieb. Ich schaue mir immer gerne ihre Videos an, weil sie auch so Videos macht mit Was kommt Neues, die neuen LEs. Das ist immer sehr, sehr spannend. Sie hat auch so einen ganz, ganz bunten Kanal. Sie zeigt, was Neues kommt, was sie so hat. Sie gibt Schminktipps. Sie zeigt auch, wie man sich schminkt. Also sie hat so einen ganz, ganz bunten Kanal. Ist etwas jünger und einfach nur super, super lieb und sympathisch. Ja, dann haben wir natürlich Bärbel Schäfer mit dabei. Die darf nicht fehlen. Bärbel Schäfer ist einfach auch wirklich
So eine ganz, ganz Liebe, die auch schon sehr lange YouTube macht. Und sie ist ja auch, was das betrifft, sie ist ja auch auf Best Ager spezialisiert. Sie ist immer so die dann auch mal so die teureren Sachen zeigt, das ganz gut vergleicht mit den günstigen Sachen. Und immer sehr, sehr spannend, was hat sie jetzt wieder am Start, was hat sie jetzt wieder tolle Sachen. Sie hat immer so, ich finde, so die besonderen Sachen, die ich jetzt nicht so unbedingt habe. Und auch super sympathisch, ganz natürlich. Sie setzt sich dahin, macht ihre Videos und sagt, was sie denkt. Und einfach nur toll. Und da ist man sehr gut aufgehoben, auch mit Inhaltsstoffen. Ich finde, sie kennt sich auch sehr, sehr gut aus und gibt dann auch mal so denn sehr professionelle Tipps, was das betrifft. Ja, Bärbel Schäfer ist einfach ein Muss. Und ich bin wahnsinnig stolz, dass ich mit dabei sein darf. Wir freuen uns natürlich alle, wenn ihr unsere Videos schaut, wenn ihr bei uns einen Daumen nach oben macht und wenn ihr uns dann sympathisch findet, wenn ihr uns dann auch abonniert. Das wäre natürlich super lieb von euch und ich hoffe natürlich, dass euch meine Kollegen gefallen. Ich mag sie wirklich alle. Ich gucke sie auch. Das sind meine YouTuber, die ich sowieso immer schaue und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die auch mögt. Oh, dann kommen jetzt meine Geheimtipps aus der Drogerie. Uiuiui. Ja, ich hoffe natürlich auch für meine Follower, die mir immer treu zur Seite stehen, dass es spannend ist. Ich habe natürlich auch neue Produkte dabei, über die ich noch nicht gesprochen habe, weil sonst ich gebe natürlich immer so Bestseller, sag ich mal, die immer funktionieren und die immer toll sind. Aber ich habe natürlich jetzt Geheimtipps, über die ich noch nicht gesprochen habe. Deswegen hoffe ich, dass euch das Video hier so ein bisschen weiterhilft. Ich habe mir die neuen Sachen aus der Drogerie von Rossmann gekauft. Diese Isana, diese Disney-Kollektion und so weiter. Und das zeige ich euch jetzt mal. Und jetzt habe ich hier einen Korb vor mir stehen. Jetzt nehme ich mal nach und nach die Sachen raus, die ich besonders toll fand und die mir auch wirklich weitergeholfen haben. Und das sind die Produkte, die ihr jetzt noch in der Drogerie findet. Wie lange kann ich immer nicht sagen, ob die Sachen schnell ausverkauft sind. Ich hoffe natürlich, dass ihr sie noch findet. Aber das ist jetzt, wie gesagt, ganz, ganz, ganz aktuell. Jetzt sind sie in der Drogerie. Als allererstes habe ich hier ein Isana-Produkt und zwar ein Augenroll-On. Wake-up hilft bei Augenringen und Tränensäcken mit Koffein und Hyaluron. So, das habe ich gestern mal ausprobiert. So sieht er aus. Und witzigerweise ist der total kühlend. Also ganz toll. Der war nicht im Kühlschrank. Man kann den natürlich noch in den Kühlschrank packen. Es ist noch kälter. Aber man kann sich da ganz toll mit die Augen kühlen. Und da ist ja auch Wirkstoff drin. Und ich fand die Augen danach unheimlich schön gepflegt. Also es war einfach ein angenehmes Gefühl, weil ich ja eh immer so ein bisschen Wassereinlagerungen hier habe unter den Augen. Und das war ein richtig schönes, angenehmes Gefühl. Und das ist wirklich ein Produkt, was es jetzt gerade noch bei Rossmann gibt. Und deswegen wollte ich euch den Tipp ganz schnell weitergeben. Ganz tolles Produkt, hat mir sehr, sehr gut gefallen und würde ich auch wirklich jederzeit nachkaufen. Ich hoffe, dass Sie das jetzt immer im Sortiment haben. Ich weiß es nicht. Hier steht leider nicht drauf, ob es nur kurze Zeit in der Drogerie ist, aber hier steht drauf, parfümfrei. Gott sei Dank für die Augen. Dann gibt es zurzeit diese Produkte hier und die habe ich getestet und zwar habe ich mir drei Stück davon mitgenommen. Einmal ein Creme-Peeling und normalerweise bin ich nicht so ein großer Fan von Creme-Peeling, weil ich liebe Peeling total. Ich liebe vor allen Dingen Asam-Peelings und ein Creme-Peeling ist ja meistens nicht so doll peelend. Das hier allerdings war richtig schön. Es war sehr, sehr angenehm. Also ihr habt schon auch einen Peeling-Effekt, nicht zu doll, nicht zu wenig. Da war ich sehr, sehr, also sehr erstaunt, positiv erstaunt. Und das Schönste war auch, dass es so toll riecht und dass ihr danach ein richtig schönes, pflegendes Gefühl auf der Haut habt. Also von diesem Produkt bin ich wirklich begeistert und das kann ich euch jetzt wirklich weiterempfehlen. Ah, dieser Geruch, das riecht so schön. Also das müsstet ihr jetzt eigentlich mal in der Drogerie schauen, ob sie das noch haben bei Rossmann. Ich fand es so, so toll. Hier ist auch Panthenol drinne. Und hier steht drauf für ein weiches und gepflegtes Hautgefühl. Und das ist wirklich so. Und das ist ein ganz, ganz toller Geruch.
Dazu kommt dann eine Bodylotion, die auch sehr, sehr angenehm ist. Und zwar cremt ihr euch ein. Ihr habt nicht nur den tollen Geruch, sondern es zieht gleich ein. Es klebt nicht auf der Haut. Das finde ich immer so das Wichtigste. Nicht nur, dass es gut riecht, sondern dass es auch nicht klebt auf der Haut. Und dass ihr auch abends noch schöne, weiche Beinchen habt. Also die Haut war abends auch echt noch richtig schön weich und hat mir sehr gut gefallen. Und das würde ich auch jederzeit wieder kaufen. Und dann kommt noch was aus der Reihe, und zwar auch wieder von Isana von Rossmann, auch mit Ceramiden. Und hier steht sogar noch drauf mit Squalan. Also sehr schön, tolles Produkt. Wirklich, ich bin so begeistert davon. Ich dachte erst, na, kauf dir mal was, kauf das mal, teste das mal, bist du bestimmt nicht so begeistert, ist so ein Lala-Produkt. Nein, wirklich ganz, ganz tolle Produkte. Ich bin echt begeistert. Und zwar ist das hier eine Handcreme in einem Spender. Das macht ihr rauf. Das riecht alles so angenehm. Und dann könnt ihr euch die Hände eincremen. Und das Schöne ist, das zieht gleich ein. Ihr habt ein schönes Hautgefühl. Die Haut ist schön weich und es ist gleich eingezogen. Also ihr habt kein fettiges Gefühl auf der Hand. Und das ist immer so nervig, wenn man ein schönes, reichhaltiges Produkt aufträgt und ihr habt dann immer stundenlang so diesen Fettfilm auf den Fingern. Ihr mögt nichts anfassen. Und das habt ihr damit nicht. Das ist wirklich toll und das würde ich auch jederzeit nachkaufen. Dann gibt es von Isana auch noch ein schönes Zucker Ölpeeling. Und hier habt ihr einen super, super schönen Geruch. Ja, das ist total schön. Und ihr habt ein, ich kann das jetzt nicht so kippen, ihr habt ein Zuckerölpeeling. Hier natürlich wieder so typisch Isana, ne? Schön ölig danach. Danach braucht ihr euch nicht mehr einzucremen. Ihr habt das alles in einen Abwasch. Ihr habt hier vor allen Dingen auch einen schönen Peeling-Effekt. Also das ist ja mit Zucker. Das ist nicht zu doll, nicht zu wenig. Auch sehr, sehr angenehm. Der Geruch ist der Burner. Es riecht einfach richtig, richtig toll. Fruchtig, blumig steht hier drauf. Und genauso empfinde ich das auch. Ist wirklich fruchtig und blumig. Und ist auch ein sehr, sehr schönes Peeling. Wenn man das mag, dass es danach auch so ein öliges Gefühl auf der Haut ist. Ich mag das immer nicht so gerne. Ich mag das andere Peeling ein bisschen lieber und ich creme mich auch immer danach noch ein. Ich finde das immer schön. Aber wer das alles in einen Abwasch haben will, also das ist trotzdem ein richtig tolles, ja, ich finde schon, es ist so ein kleiner Geheimtipp, weil das gibt es ja jetzt gerade. Das ist ganz neu und das ist auch richtig schön. Also, dann gibt es von Isana auch noch eine Bodylotion mit Shea-Butter und fruchtigen Duft. Und das riecht wirklich fruchtig. Das hat einen ganz, ganz angenehmen Duft. Ich weiß nicht, ob das so euer Beuteschema ist. Also es war jetzt für mich jetzt nicht so krass ansprechend, dass ich das jetzt haben musste. Ich war aber so neugierig und ich habe ja auch kleine Mädchen zu Hause und die sind immer begeistert, wenn ich sowas mitbringe. Und ich bin echt erstaunt über die Pflegewirkung. Das ist wirklich eine Bodylotion, die richtig angenehm ist. Sie zieht schnell ein, sie hinterlässt kein klebriges Gefühl. Ihr seid richtig schön eingecremt und der Duft ist auch super angenehm. Also Tatsache wirklich ein richtig tolles Produkt, obwohl ich mir das jetzt so eigentlich normalerweise nicht gekauft hätte. Ich finde es super süß. Ich würde es jetzt so meinen Töchtern geben, aber ich muss das auch selber benutzen, weil es so schön ist. Aus der Reihe gibt es auch ein schönes Deo. Und da war ich sehr gespannt. Es erinnert mich ja so ein bisschen an das Lilane, ne? Aber es riecht anders. Es ist mit 0% Aluminium von Isana. Günstiges, tolles Produkt. Sieht auch irgendwie süß aus, finde ich. Und es hat einen richtig tollen Geruch. Ich muss mal riechen. Oh, das riecht wie Parfüm. Ich möchte jetzt aber nicht sagen, dass es ein Dupe ist. Ich nehme das einfach mal so für sich alleine, dieses Produkt. Ich finde, das hat einen richtig, richtig tollen, ich finde jetzt nicht kleinen Mädchengeruch, sondern ich finde, das riecht wie so ein Parfüm. Ich kann jetzt nicht sagen, welches Parfüm. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es ein Dupe ist, aber es ist ein richtig tolles Parfüm-Deo. Es steht zwar nicht drauf, hier steht drauf Deo, aber ich finde, es riecht wie ein Parfüm. So richtig, richtig schön. Auch finde ich ein richtig schöner Geheimtipp. Dann habe ich noch eine Handcreme und da kann ich mich nicht entscheiden, weil ich beide toll finde. Einmal die ich eben gezeigt habe mit dem Pumpspender und diese hier ist auch toll. Das riecht so schön nach Pfirsich, diese Reihe. Das ist so schön, also richtig angenehm. Und auch hier habt ihr wieder. Ja, es riecht sowas von lecker und toll. Und das könntet ihr eigentlich mal testen. Ich finde das so schön.
Eine super schöne Handcreme, finde ich, für wenig Geld. Und sie macht, was sie soll. Sie ist schön reichhaltig. Die Haut ist danach richtig weich. Und es zieht ganz schnell ein. Das ist das Wichtigste. Ihr habt keinen Fettfilm auf den Fingern. Es zieht schnell ein und ihr habt auch richtig lange, schöne, weiche Hände. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Kosmetik, was ich euch weiterempfehlen kann. Und zwar habe ich einen richtig, richtig tollen Concealer. Ich finde, den entdeckt man vielleicht nicht so unbedingt. Und zwar ist der von Reval Loves Me. Das war ein Tipp von einer Followerin. Ich habe ihn mir gekauft und ich bin so dankbar für diesen Tipp, weil das mit einer meiner absoluten Lieblings-Concealer geworden ist. Ich mache Concealer nicht unter die Augen. Ich mache ja Concealer immer hier und hier außen. Und ich finde ihn einfach toll. Obwohl drauf steht Under-Eye-Concealer. Ja, ich würde es ja eher nicht so machen. Also ich mache es jetzt nicht so gerne unter die Augen. Aber ich finde, der deckt. Der hält den ganzen Tag und der ist sehr, sehr schön pflegend. Also das ist nicht so ein trockenes Produkt, sondern der lässt sich richtig gut verteilen. Und ich finde das einen richtigen Geheimtipp, weil der so, so toll ist. Und ich finde immer, irgendwie sieht man den gar nicht. Der ist immer so weit unten dabei. Reval Loves Me. Keiner spricht über den, obwohl es so ein toller Concealer ist. Was ich auch einen richtigen Geheimtipp finde, ist der Maximum von Reval Delope. Den gibt es auch in Dunkelblau. Ja, den gibt es nicht nur in Schwarz. In Schwarz habe ich ihn auch. Ich habe ihn sogar dreimal hier. Einmal verbraucht und einmal schon Reserve gekauft. Zweimal Schwarz, einmal Blau. Und ich finde, das ist wohl mit Abstand einer der besten Mascara überhaupt. Ich liebe eigentlich am meisten den Sky High in der Drogerie. Das ist so mein absoluter Lieblingsmascara. Haben es immer alle Mascara sehr schwer bei mir, weil ich immer irgendwie mit Sky High vergleiche und da immer irgendwie keinen besseren finde. Aber ich finde, Maximum von Reval Delope, der kann mithalten und der ist ganz toll. Ich zeige euch mal die Bürste und vor allen Dingen, wie toll ist das denn, dass man den auch in dunkelblau bekommt? Ich finde das richtig toll. Ich zeige euch das mal. Die Bürste finde ich richtig, richtig schön, weil die auch für kürzere Wimpern sehr gut gemacht ist. Und auch wenn sie vielleicht so ein bisschen komisch aussieht, man kommt wirklich überall sehr gut hin. Und so sehen die Farben aus. Ich zeige euch das jetzt mal auf der Hand. Man sieht so ein bisschen den Unterschied. Und ich finde es super, super schön. Ich finde, das ist noch ein Dunkelblau, was man sehr gut tragen kann. Und ich finde es immer ganz schön, wenn man so das Auge geschminkt hat und man hat vielleicht so blauen Lidschatten und dann so blauen Mascara, finde ich, ist immer noch so ein kleines i-Tüpfelchen. Und das Wichtigste ist, der Mascara ist richtig toll. Der hält den ganzen Tag, auch wenn es mal regnet, bleibt er drauf. Und er lässt sich abends auch ganz leicht wieder abschminken. Das ist immer so das Wichtigste, ne? Dass er sich gut auftragen lässt, dass er schnell geht. Morgens, wenn man es eilig hat, man hat schnell Volumen. Ich glaube auch für kurze Wimpern sehr gut gemacht, weil die Bürste halt sehr gut ist. Und es gibt ihn auch in dunkelblau. Und ich habe noch einen tollen Geheimtipp. Das ist Tatsache bei mir gerade erst passiert. Also ich habe das gerade erst ausprobiert und ich bin so begeistert davon. Und zwar habe ich eine ganz, ganz liebe Freundin und sie testet genauso wie ich immer super gerne so Kosmetik und wir tauschen uns immer so gegenseitig aus. Und sie hat mir diesen Tipp hier gegeben. Wir sind beide keine riesengroße L'Oreal-Fans. Aber das hier ist ein richtig, richtig tolles Produkt und das muss ich euch einfach, den Tipp muss ich euch einfach weitergeben. Es gibt ja von Maybelline diese Produkte und die sind, glaube ich, mit Abstand die besten Liquid Lipsticks, die es überhaupt gibt, weil die immer den ganzen Tag drauf sind. Also das sind wirklich meine absoluten allerliebsten Produkte. Keiner kann da mithalten im Preis-Leistungs-Verhältnis und von der Haltbarkeit her. Das sind die Produkte, wenn ich wirklich den ganzen Tag unterwegs bin und ich schaffe es nicht, mich nochmal zu schminken und ich will mich gar nicht drum kümmern, das soll einfach drauf bleiben, dann sind es diese Produkte, die ich morgens drauf mache und abends um 23 Uhr im Badezimmer, wenn ich mich abschminken will, gucke ich in den Spiegel und denke so, bist ja immer noch drauf, obwohl ich gegessen und getrunken habe. Also das ist wirklich so ein erstaunliches, tolles Produkt. Nachteil hierbei ist immer, siehst toll aus, aber klebt und klebt und klebt. Der ist besser, der klebt nicht so doll. Beide sind für mich gleich toll. Ich finde da keinen großen Unterschied. Aber jetzt kommt L'Oreal mit einem Produkt um die Ecke. Und da denke ich so, hä?
würde ich so von mir aus gar nicht drauf kommen, dieses Produkt zu testen, weil ich, wie gesagt, kein großer L'Oréal-Fan bin. Aber der hat mich total überrascht. Erstens, er hat zwei Seiten. Das ist ja schon mal eine Seltenheit. Gibt's von Maybelline natürlich auch. So, ich zeige euch das mal. Er hat zwei Seiten. Das ist das Produkt, was man zuerst aufträgt und danach kommt das. Der klebt fast gar nicht, also gefühlt gar nicht. Vielleicht klebt er 2, 3 Minuten, aber dann ist das Gefühl, dieses Klebegefühl zu Ende. Dieses Produkt bleibt auch den ganzen Tag auf den Lippen. Ihr braucht nicht nochmal nachmalen. Es ist den ganzen Tag drauf, egal was ihr esst oder was ihr trinkt. Und es ist dieses Tragegefühl, was ich auch so toll finde. Erstmal, er trägt sich, er wird zum Laufe des Abends hin ein kleines bisschen weniger. Ihr habt aber trotzdem noch genug drauf, sodass es immer noch gut aussieht. Aber es trägt sich gleichmäßig ab. Ihr seid nicht so, bei einigen Produkten sieht man denn so komisch aus, sondern so ein bisschen Farbe hier und ein bisschen da. Das ist ganz gleichmäßig und wird einfach nur so wie so ein Hauch, so ein bisschen weniger. Aber wirklich nur, dass ihr trotzdem abends noch richtig gut aussieht und dass ihr nicht unbedingt nochmal auftragen müsstet. Ihr denkt so gar nicht drüber nach, dass ihr was auf den Lippen drauf habt. Das finde ich sehr, sehr angenehm und deswegen muss ich dieses Produkt unbedingt erwähnen, weil es einfach toll ist. Ich hoffe, meine Geheimtipps konnten euch weiterhelfen und jetzt bin ich natürlich ganz doll gespannt, was die anderen so zu sagen haben. Make-up Every Age, die Lena. Mama Co. Vicky Lash. Nina Cosmetic Ticks. Chiquitas Place. Und Bärbel Schäfer. Ich hüpfe jetzt rüber mit meinem Kaffee und schaue mir alle Videos an. Wir sind alle gleichzeitig online um 18 Uhr. Und jetzt bin ich gespannt, was meine Kollegen sozusagen haben. Und ich hoffe, ihr schaut euch auch meine Kollegen an. Ich kann es euch nur weiterempfehlen. Sie sind einfach alle super lieb und super süß. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ja, meine Kollegen freuen sich natürlich ganz doll über einen Daumen nach oben und auch natürlich immer gerne abonnieren. Da freut sich jeder YouTuber drüber. Und jetzt sage ich Tschüss. Danke, dass ihr da wart. Bleibt gesund. Lasst euch nicht ärgern von den doofen Menschen. Und dann sehr gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!